Ich habe mich einfach mal hier hingestellt. Sie haben gesagt, zugelassen, ich darf mich zu Ihnen gesellen. Ich bin zum ersten Mal auf einem, so einem Feierabendmarkt. Was bedeutet das für Sie, hier zu stehen? Es ist einfach eine schöne Einrichtung. Also wir sind zum zweiten Mal, bin ich heute hier. Und das hat uns beim ersten Mal so gut gefallen, dass wir sagten, wir müssen das eigentlich öfter machen. Einfach mal hier hin und gucken. Öfter heißt, machen Sie das jetzt jede Woche? Nicht. Das klappt. Das klappt nicht immer. Aber wenn es eben geht und zu verschiedenen Jahreszeiten, denke ich, werden wir das machen. Das geht, ich habe gehört, das geht das ganze Jahr über. Also ja, das ist, auch durch, also ne? So viel ich weiß, ist der ja noch gar nicht so ganz lange eingerichtet. Und wie man ja sieht, wird der sehr gut angenommen. Ja, ich, ne, bin auch bei dem Regenwetter jetzt hier. Ja, ich bin ganz überrascht. Es geht keiner, es kommen noch viele dazu. Ja. Ne? Und sind Sie aus Buhr oder wo? Nein, wir kommen aus dem Süden Gelsenkirchens, aus Gelsenkirchen-Ückendorf. Ach ja, da gibt es doch etwas nicht. Leider nicht. Leider nicht. Die darf ich auch fragen, sind Sie ebenfalls? Ich bin auch aus Ückendorf. Wir sind zusammen hierher gekommen. Auch mit den anderen Gästen, die am Tisch sind. Wo stammen Sie? Ich komme aus Buhr. Ich war auch immer Buraner. Und Sie nutzen aber diese Flächen auch, dieses Angebot? Ja, hier jeden Donnerstag. Ich bin auch richtig überrascht. Und wie zufrieden sind Sie denn mit diesem Markt? Also ich bin ja sehr zufrieden mit. Gibt es da irgendwo was auszusetzen oder sagen, nein, mehr alles besser? Das ist eine große Bereicherung, weil es lange nichts gegeben hat in der Form. Wir haben mal einmal im Jahr so ein Treffen, das ist aber gar nicht vergleichbar. Und wir sind alle sehr, sehr froh, dass es das gibt. Ich muss auch sagen, gerade was Sie hier probiert haben, das Angebot ist einfach fantastisch. Ne? Ist etwas dabei. Ungewöhnliche Sachen auch. Ja. Der Fischsteller ist ganz hervorragend. Ich bin ganz glücklich. Prima. Ich bedanke mich, wünsche noch ganz viel Spaß hier auf dem Markt und alles Gute. Ne? Gleich mal in Ückendorf. Ne? Ja, vielleicht, hoffentlich mal. Schönen Dank. Ja, neben mir stehen Frau Dörpinghaus und Frau Hermelau. Sie kommen hier aus Buhr, stammen aus Buhr, richtige Buranerinnen? Nein, zugereist, aber schon 22 Jahre. Da sind Sie Buranerin, ganz gewiss. Ich kenne das auch aus meinem Ortsteil her. Ich bin auch voll integriert, muss ich sagen. Das geht schon mittlerweile. Wie nutzen Sie diesen Markt? Wöchentlich? Nein. Diesen Feierabendmarkt? Nein, also bei mir ist es so spontan, wenn ich Zeit habe, laufe ich hier mal rüber, trifft man sich. Wir haben uns hier heute verabredet, aber ich würde sagen, vielleicht, ich war bisher 3-4 Mal hier. Sie treffen sich mit Freunden, war das Stichwort. Freunde treffen heißt, über den Markt zu schlendern, aber dann auch gemütlich zusammenzusitzen? Oder ja, was ist das Gezielte hier? Eventuell mal ein Glas Wein zu trinken oder eine Apfelschorle. Und dann geht man irgendwann gegen 8 wieder nach Hause. Gegen 8 morgens? Nein. Der Markt gar nicht. Ach, ich sage 8 Uhr oder 20 Uhr, sagen wir dann besser. Nein, ich will kein Korinthenkacker sein, ganz bestimmt nicht. Ne? Ja. Prima. Und Sie, Buranerin? Ich bin Buranerin, geboren in Buhr und aus Buhr noch nicht weit weggekommen. Ja, und wie nutzen die diesen Markt, der eigentlich fantastisch ist? Zugeben, ich bin heute zum allerersten Mal bewusst auf diesem Markt. Ich bin sonst immer mal schnell vorbeigehuscht. Habe heute ganz bewusst mal alles angeschaut. Mit Fahrrad? Mit Fahrrad, das ich vorher woanders angekettet hatte. Das heißt mit anderen Worten, Sie haben jetzt Feierabend? Ich mache jetzt Feierabend. Sie machen jetzt Feierabend. Genau, und gehe jetzt nach Hause. Aber Sie kommen bestimmt mal wieder? Ich denke schon, ja. Ja, es macht Spaß also, für Sie? Ist, es ist interessant, es ist eine schöne Sache. Hier ist endlich mal was los. Ja? Ja, so mitten in der Woche, ne? Genau. Was ist Ihnen so besonders aufgefallen? Muss ich sagen, Mensch, das ist wirklich klasse, da ist so ins Auge gestochen. Es sind Stände da, die man sonst nicht sieht. Gebe ich Ihnen recht, ne? Ist mir aufgefallen. Ich bin auch zum ersten Mal da, muss ich Ihnen recht geben, es ist einfach so. Ja. Also tolles Flair, tolles Publikum. Ja, vor allem eine Bereicherung hier für die Domplatte, weil die war ja sehr verwaist die letzten Jahre. Und jetzt seit der Rewe-Markt ist, sind keine Leerstände mehr. Ja. Und das ist so ein schönes Ambiente hier, das müsste man noch viel mehr nützen. Schönen Dank. Ich wünsche noch einen schönen Feierabend auf diesem Markt. Danke, Ihnen. Ja, danke viel Erfolg. Danke. Darf ich auch noch eine Frage? Ja, selbstverständlich. Bitte schön. Ja, jetzt sind mir ein paar nette Buraner begegnet. So richtig waschechte, denke ich mal, oder? Nein, nein, auf gar keinen Fall. Also wir hatten eine kurze Auszeit in der Nähe von Dresden, so ungefähr von 20 Jahren. Und jetzt wieder nach Buhr gezogen? Jetzt sind wir wieder nach Buhr gezogen. Mhm. Vor wie vielen Jahren? Nach Buhr gezogen? Jetzt gerade erst? Eine Woche. Wir sind eine Woche erst hier. Und was hat Sie nach hierhin verschlagen? Wir wollten der Feierabendmarkt natürlich. Das war doch jetzt die richtige Antwort. Das war ein Aufhänger. Nein, jetzt dürfen wir das wissen, warum. Ja, das, natürlich, auf jeden Fall. Also es ist unsere alte Heimat und uns hat sie da einfach wieder zurückgezogen. Heimweh. Auch die Eltern und die Geschwister und auf jeden Fall. Mhm. Das ist Ihre bessere Hälfte an meiner rechten Seite. Sie sind auch froh, wieder in Buhr zu sein. Ja, kann man so sagen. Jetzt sind wir auf diesem Feierabendmarkt. Das ist ja eigentlich unser Hauptinteresse. Natürlich ist es schön, hier da in Buhr zu sein. Herzlich willkommen im Ruhrgebiet. Danke. Was ist das Besondere an diesem Markt? Naja, dass man hier was Außergewöhnliches
erleben kann, kulinarisch wie auch gesellschaftlich. Ich denke, die Leute sind in Ordnung, zumindest was ich bis jetzt in dieser kurzen Zeit habe kennenlernen dürfen. Und wie man sieht, frönen wir auch dem guten Essen und das kann man hier tun. Das kann man hier wahrlich tun. Na klar, wenn Sie eine Woche hier sind, nutzen Sie auch zum ersten Mal heute. Ja, zum zweiten Mal. Zum zweiten, doch schon zweiter Mal. Ja, dann auch mit Freunden sehe ich, Sie haben Ähnlichkeit mit einem Fußballspieler, Klaus Fischer oder so, das ist nicht der Fall. Ne? Das ist nicht der Fall, aber Sie haben recht, ich werde oftmals angesprochen, ob ich Klaus Fischer bin. Ich frage gleich nochmal nach, wegen Autos. Ich bin es leider nicht. Sie sind aber Buraner von Durch und Durch. Ja, wir haben in der Gelsenkirchen Innenstadt gewohnt und sind vor 5 Jahren hier nach Buhr gezogen. Und wie oft waren Sie schon auf diesem Markt? Ich glaube, das ist schon das vierte Mal, dass wir jetzt hier sind. Aber dann vorher waren Ihre Freunde noch nicht da. Waren Sie dann alleine hier oder haben Sie andere Freunde getroffen? Und also es ist meine Schwester und mein Schwager, die hier sind. Das wusste ich, ich bin auch nicht dran. Wir haben uns ganz klar differenziert. Heute also zum ersten Mal getroffen, dass wir zusammen hier auf dem Markt sind. Ja. Das war es eigentlich schon. Ich wünsche Ihnen ganz viel Freude hier. Dankeschön. Ihnen natürlich im Ruhr und im Ruhrgebiet sowieso. Eine glückliche Zukunft für Sie natürlich auch. Viel Spaß da auf dem Markt. Dank. Und gönnen Sie sich noch richtig schön was. Wir suchen gleich auch mal einen Bierstand. Machen Sie das. Schon eine ganz dicke Zunge. Ja. Okay, schönen Abend noch. Ne? Ja, Dankeschön. Das war alles. Herzlichen Dank. Ja, danke. Ja, hier sind wir jetzt am Stand der Edelfischräucherei. Machen Sie sich ruhig fertig. Ja. Der Edelfischräucherei Tönis. Dafür haben wir natürlich Verständnis, dass der Beruf geht vor. Und da muss man sich auch richtig zurecht machen. Herr Tönis, ich muss Ihnen erstmal ein Kompliment machen. Ganz toller Stand, tolles Ambiente hier, toller Fisch. Sie haben auch Wein im Ausschank. Immer mal wieder. Zurzeit sind wir damit schon leider ausverkauft. Ich denke mal, Sie gehören auch bestimmt zur festen Größe dieses Marktes. Kann man so verstehen? Ja, sind Sie immer präsent? Genau, wir kommen selber aus Gelsenkirchen. Ach ja, und Heimspiel. Von daher haben wir hier gerade ein Heimspiel. Sehe ich mal. Und immer gut, ich sehe schon hier vorne die Gäste, muss ich sagen, alle zufriedene Gesichter, es muss ausgezeichnet schmecken. Wie ist das damals entstanden? Wie hat man Sie angesprochen, das hier daran teilzunehmen? Oder haben Sie sich bewerben müssen? Nein, sondern wir sind von dem Herrn Dr. Panteleit, sind wir angesprochen worden, der hier maßgeblich ja für den Markt verantwortlich ist. Ja. Und die Stadt Gelsenkirchen wollte hier was Neues initiieren. Und in diesem Zuge sind wir quasi dann mit hier glücklicherweise gelandet und sind auch fröhlich dabei. Ich sag mal, ich bin persönlich das erste Mal heute hier. Es hat genieselt, hat geregnet. Ich bin überrascht, wie viele Gäste hier noch geblieben sind. Die hocken sich zusammen. Und ist das immer so? Oder wenn schönes Wetter ist, ist es bestimmt noch voll? Ja, bei schönem Wetter kriegen Sie hier fast kein Bein am Boden. Echt? Ja, wirklich. Also das ist schon eine besondere Ausnahme, dieser Markt mit besonderem Flair. Und bei schönem Wetter nicht zu toppen und selbst bei schlechtem oder durchwachsenem Wetter dennoch schon ein ansprechender Markt. Ja. Jetzt hört sich alles so zufriedenstellend an. Gibt es auch irgendwie so kleine Punkte, wo man sagt, Mensch, das könnte ein bisschen besser werden? Mal ganz ehrlich, ist ja nicht Nein, also im Endeffekt gibt es aus unserer Sicht keine Aspekte, die da irgendwie zu verbessern wären, außer wenn wir irgendwo Einfluss auf das Wetter hätten. Aber letztendlich ist sonst alles schön. Ich bedanke mich, wünsche Ihnen ganz viel Erfolg. Ich glaube, Sie werden gefordert, Sie müssen Fisch abgeben. Ja, ne? Genau. Die Leute warten. Schönen Dank. Dankeschön. So, ich habe jetzt hier ein ganz herrliches Plätzchen gefunden. Ja. Da, wo es was zu essen gibt, da lasse ich nie, da habe ich mir gedacht. Mir wurden auch schon Leckereien angeboten hier. Ich habe mal eine Frage. Sie kommen alle aus Buhr? Hier an diesem Tisch? Sie kommen aus Buhr, Sie auch. Und wie oft nutzen Sie diesen Markt? Wöchentlich, dass Sie hier ein paar Mal im Monat sind? Also, oder ist das mehr... Zweimal im Monat. Ja, was ist so das Besondere? Warum machen Sie sich auf, zu dem Markt zu gehen? Was ist so das Besondere hier? Können Sie das kurz erklären? Ja, das können wir kurz erklären, weil wir sehr, sehr viele Freunde hier in Buhr haben und die auch hier wieder treffen. Und das Beisammensein hier ist sehr, sehr schön. Ja, das finde ich gut. Und haben Sie auch irgendwie einen Kritikpunkt, dass Sie sagen, Mensch, das könnte, außer das Wetter natürlich, da kann man aber gar nicht wissen, dass Sie jetzt sagen, da und da könnte doch ein bisschen was besser gemacht werden. Oder sind Sie nicht sogar die zu den Meckerern gehören, Sie nehmen das so hin? Ist schön, was die Stadt anbietet. Ja, es könnte sein, dass, oder wäre angebracht, wenn ein paar Schirme mehr ausstehen würden. Ah, ja. Haben wir eben noch gerade gesagt hier. Ja. Da das Wetter ja so oft unbeständig ist, flüchtet man sich ja sofort unter einem Schirm. Das dürfte das kleinste Problem sein. Ja, das glaube ich auch. Ich habe sie ja oben vorhin schon gesehen, ihre Burano. Die haben sich da alle unter die Schirme gestellt. Ja, da war richtig gemütlich und hier außen war es ein bisschen leer. Ne? Das gibt immer so Clubs, die sich so zusammenstellen. Und wenn man dann eine Stunde später kommt, dann kommt man da nicht mehr rein. Und haben Sie auch immer bestimmte Stände, die Sie dann ansteuern? Oder sagen Sie so, diese Woche gehen wir mal da, in 14 Tagen gehen wir zu dem Stand, dann essen wir dies und jenes. Oder kommen Sie mal auf diese leckere Schinken-, Käse- und Salamiplatte zurück? Vor 14 Tagen haben wir den Zwiebelkuchen und Federweiße zu uns genommen. War sehr lecker auch. Ja. Nein, wir
ne, dann mal Fisch, ne? Ja, ja. Wir ändern schon immer unser Programm. Doch, können Sie das auch so bestätigen? Ja, das stimmt so. Stimmt so. Ja. Gut, und dann immer ein Gläschen Wein. Bier sehe ich auch. Alles im Ausschank, ja. Alle zufrieden hier. Ja, ich wünsche Ihnen einen schönen Feierabend ja. auf diesem Markt. Alles Gute für Sie. Ja? Viel Spaß. Danke sehr. Ja, ich habe mich jetzt einfach hier so zwischen gemogelt. Jemand ist gerade schon verschwunden, die möchte nicht ins Bild. Aber ich dachte, verständlich kann man auch verstehen. Meine Fragen sind im Allgemeinen, sind Sie hier aus Buer? Aus Hassel. Aus Hassel. Mhm. Was veranlasst Sie jetzt, aus Hassel hier anzureisen zu dem Feiermarkt? Das ist nicht weit und der ist einfach ganz nett. Wie oft nutzen Sie diesen Feierabendmarkt? Fast jeden Donnerstag. Ehrlich? Ja. Sie sind das also? Und alle anderen auch. Alle anderen auch. Was ist so das Besondere hier? Keine Ahnung. Ist nett, ist immer schön voll, ist ein geselliger Treffpunkt. Ist das, man trifft sich mit Freunden. Ist das Ihr Stammplatz? Nein. Immer da, wo Platz ist. Immer da, wo Platz ist. Mhm. Und dann haben Sie auch so spezielle Sachen, die Sie unbedingt probieren müssen. Was ist so Ihr Highlight? Was ist das so hier? Ja, tatsächlich sind es die Antipasti, der Olivenstand. Ja. Das und, Altbier. Ja, und hier, was war hier die Leckerchen? Das haben wir zur was war das? Probe. Ja. Für Proben bin ich auch immer da. Wir legen mal die anzubieten. Sie gehören zusammen, Freunde? Ja, wir sind Freunde. Auch aus Hassel? Nein, wir kommen aus Mal. Aus Mal, ist ja noch weiter weg. Ne? Ja, ach, das ist heutzutage keine Entfernung mehr. Was gibt es denn in Mal? Auch sowas Ähnliches? Nee, habe ich gerade schon gesagt, sowas wird bei uns auch fehlen. Wäre bestimmt gut besucht. Ja, ich denke auch. Da spricht sie auch so langsam rum. Ja. Denke ich mal. Und bald haben wir auch die Städte so genauso versorgt wie mit dem Weihnachtsmarkt. Einer fing an, dann haben wir sie alle. Ja. Aber ich denke mal, tut jeder Stadt irgendwo gut, mal etwas anderes ins Leben zu rufen. Und sowas finde ich auch. Ich bin auch das erste Mal heute hier, habe ich vorhin schon mal betont. Und ich bin fasziniert. Das ist eine tolle Sache hier. Absolut toll. Die Atmosphäre ist gut, Essen ist gut. Man kann aussuchen hier. Also das stimmt alles im Ganzen. Ich meine, heute haben wir nie das schöne Wetter hier. Sonst. Ich habe es auch wiederhole mich da gerne, mit dem Wetter hier ist alles standfest hier. Das haut hier keiner ab. Ne? Trotzdem ist eigentlich nicht so gut ist, ist gut besucht hier, muss ich sagen. Ne? Jetzt haben Sie auch so viel gelobt. Haben Sie auch irgendwo so ein Pünktchen gefunden, was man besser machen könnte? Ja, ich würde sagen, frische Angebote. Obstständig sind, glaube ich, nur zwei da. Die bieten dann auch nur diese Tagestomaten und so weiter, aber Witzel, Äpfel. Müsste ausgefallener sein, das Angebot. Also, ja, genau. Das ist dann 0815, gibt es überall, meinen Sie? Ja, genau. Ja. Hm? Wir sind zufrieden mit dem, was hier ist, keine Frage, aber man könnte nochmal ausbauen. Stimmen Sie dem zu? Ja, und mehr Sitzplätze könnte es geben. Okay, prima. Und gerade habe ich schon gehört, ein bisschen mehr Schirme auch, falls es mal regnen sollte, wäre auch angebracht. Also Kritik ist angebracht. Ist auch gut, ist eine gesunde Kritik. Aber in der Summe ist das echt klasse. Prima, ganz viel Spaß noch hier heute Abend. Danke. Sie, ne? Von Herzen, alles Gute. Danke. Wir haben noch Geld geholt, reichte das nicht? Ja. Automat gesprengt. Ja. Tschüss. Okay, tschüss. Ebenfalls, danke. Ja, jetzt habe ich noch jemanden ganz nettes hier gefunden. Eine Herzenssache bei Ihnen. Ja. Nicht zwischen uns, sondern von dem Kaffee her gesehen. Genau, ich weiß nicht, ob man das sehen kann im Bild. Ja, das haben wir leider ohne Kamera. Das ist ein Cappuccino mit Herz. Ja. Gehen die Cappuccinos alle so raus? Die gehen alle so raus, ja. Milchkaffee auch. Also es wird eine Herzenssache von Ihnen. Es ist eine Herzenssache. Ich bin mit Leib und Seele Kaffeetrinker und habe das zu meinem Job gemacht, ja. Sie gehören auch zur festen Größe hier auf diesem Markt, schon von Anfang an dabei gewesen? Nicht von Anfang an. Wir sind im Sommer dazugestoßen und haben von diesem Feierabendmarkt, von diesem ganzen Konzept erfahren, auch dadurch, dass es in Bochum schon stattgefunden hat und sind begeistert. Es wird vom Publikum toll angenommen und wir sind aus dem Zeitalter heraus, wo die Frauen morgens auf den Markt gehen können. Die gehen halt heute arbeiten, genauso wie die Männer auch und deswegen brauchen wir Feierabendmärkte. Tolle Sache, tolles Happy End, was wir gerade hier eingefangen haben. Das ist unser letzter Schnitt hier. Schön. Können Sie auch vorstellen, in anderen Städten sowas zu machen? Ja, auf jeden Fall. Wir sind sowieso in mehreren Städten vertreten. Man kann uns buchen, wir machen Veranstaltungen und Events und für Feierabendmärkte sind wir immer offen. Schönen Feierabend wünsche ich Ihnen noch. Danke, ganz Ihnen auch. Hier. Dankeschön. Tschüss. Ich grüße meine Oma in Wuppertal. Die mit dem schönen Muttermal. Die mit dem schönen Muttermal. Die soll mal vorbeikommen und einen schönen Federweißen trinken.